Die Siegerin von gestern vom Sprint, ihr 10. Weltcup-Erfolg insgesamt. Und sie hat harte Konkurrenz gleich neben sich. Kaisa Mäkeräinen, die sich zurückgemeldet hat. Erste Laufzeit gestern. Und daneben Tora Berger, die Führende im Gesamtweltcup. Und das rote halbe Leibchen, der Lohn für den Sieg in der vergangenen Woche in der Verfolgung von Östersund, wo sie ja alle drei Rennen gewonnen hat. Weitere Norwegerin nebendran auf der vierten Spur, Synnøve Solemdahl, 23 Jahre alt, jung und schnell, die wird hier mitmischen in diesem Feld. Dann die zwei Polinnen auf 5 und 6 und gleich geht's los. Teilnehmerinnen, wie gewohnt, innerhalb von 2 Minuten und 18 werden sie auf die Strecke gehen. Tora Berger, 13 Sekunden nach Daja Domracheva, darf sie hier losmarschieren. 5 deutsche Teilnehmerinnen. Nur Juliane Döll konnte sich gestern im Sprint nicht qualifizieren. Miriam Gössner mit der Startnummer 9 wird die erste sein. Auf der Suche nach der Form für diesen Weltcup-Winter. Und Kaisa Mäkeräinen hat die ersten 5 Sekunden auf Daria Domracheva gut gemacht, bleibt aber, so wie es aussieht, dahinter. Hier zwei unterschiedliche Techniken. Die eine steigt mehr um die Kurve, die andere rutscht mehr rum. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das Rutschen ist etwas vielleicht sogar sicherer, aber man kann nicht so beschleunigen. Ja, Daria Domracheva gestern im Sprint nach Kaisa Mäkeräinen gestartet. Das hat ihr eine gute Motivation gegeben, dass sie, die starke Konkurrentin, immer wusste, was sie gemacht hat, hatte die Laufzeiten immer im Blick. Das ist ja dann der Vorteil, wenn man hinten läuft, wenn man das so mag. Tora Berger ist ja eine, die gerne vorne wegläuft. Hier fahren sie fast nebeneinander. Oder fast immer die schnellste auf der Strecke. Ihre läuferische Verfassung ist brillant. Das Schießen hat bis jetzt noch nicht ganz so gut funktioniert. Gestern schon viel besser, hat sie etwas kämpfen müssen am Schießstand. Aber sie bleibt dahinter. Und die Strecke hier in Hochfilzen gibt nicht viel her. Sie ist relativ flach, sie ist nicht so schwierig jetzt diese 2 Kilometer. Ja, genau, Runde. Diese Runde hier. Diese Runde hier, ja, für den Verfolger. Ansonsten ist sie sehr schwierig. Und da kann man heute am Schießstand viel verlieren oder auch gut machen. So, also erstes Schießen, liegender Anschlag. Die beiden Norwegerinnen kommen hinzu. Daria Domracheva vorne und Kaisa Mäkeräinen auf der zweiten Matte. Relativ wenig Wind. Man sieht es an den Windfähnchen. Ja. Vorteil Kaisa Mäkeräinen, die hier alles trifft. Also bestätigt das, was wir gestern beobachten konnten, dass sie da auf einem guten Weg ist, viel, viel besser schießt. In der vergangenen Woche eine schwache Trefferquote. Und Daria Domracheva muss 2-mal in die Runde. Und das ist Miriam Gössner. Polinnen wieder, ist hervorragend. Und Miriam Gössner auch, jetzt mit einem geht. Okay. Und hier das Tableau nach diesem ersten Schießen. Viele Nullergebnisse, Mäkeräinen also vor Berger. Miriam Gössner von 9 auf 12. 57,4 Sekunden der Rückstand. Nadine Heuchler 17. Und wir gehen wieder raus zu Kaisa Mäkeräinen, die wir hier von hinten sehen. Die Finnin. Gestern hat sie das Rennen, den Sprint im Prinzip am Schießstand verloren, als sie beim Stehenschießen lange, lange gebraucht hat. Du hast es gesagt, sich von Schuss zu Schuss kämpfen musste. Und das war am Ende ausschlaggebend dafür, dass Daria Domracheva das Rennen gewonnen hatte. Aber mit diesem zweiten Platz gestern konnte sich Kaisa Mäkeräinen in den Gesamtweltcup vom 22. auf den 8. Rang nach vorne schieben. Also einen Riesensatz gemacht. Jetzt sind wir mal gespannt, wie sie die Zeit vergrößern konnte. Davon gehe ich aus, denn sie hatte 13,6 Vorsprung auf Tora Berger. Ja, und Miriam Gössner versucht hier Tempo zu machen. Ja, und die Russin Schumilova, die hat sich da schön hinten dran gehängt, hat sich in der Strafrunde überholen lassen. Und jetzt hält sie aber Anschluss an
Miriam Gössner. Hier haben wir Tora Berger. Schau, wie schnell Meckerinen läuft. 27,1 Sekunden, also knapp 14 Sekunden hat sie verloren. Die sich hier sehr, sehr gut präsentiert, den Hochfilzen. Östersund sich die Qualifikation quasi erlaufen hat für diesen zweiten Weltcuport. Und jetzt zunächst auf weiter Flur ganz alleine Kaisa Meckerin. Null Wind. Links tief, Glück gehabt. Ah, der letzte ist sauber drin. Also von links tief nach rechts oben hat sie sich gearbeitet. Ja. Aber zweimal auch in die Zehen getroffen, also mitten hinein. Tora Berger. Magdalena Kühston, Solendal und Christina Pack. Schnell begonnen, Tora Berger mit dem ersten Schuss. Na klar, die letzte will nicht rein ins Schwarze. Miriam Gössner, nochmal so wie eben, am besten noch einen Treffer mehr. Ja, auch hier bleibt die letzte Scheibe stehen, ähnlich wie Tora Berger das gezeigt hat. Auch sie muss in die Strafrunde. Schade für Miriam Gössner. Ja, aber wenn die Rennen eben so eng sind, wir sehen hier nochmal den Stand nach dem zweiten Schießen. Meckerein, also vor Solendal und Marie-Dorin. Aber Vita Semerenko und Tora Berger momentan Fünfte. Daya Domracheva auf dem sechsten Rang. Nicht versuchen, irgendwas ganz Besonderes zu tun. Das weiß sie, aber selbst ist erfahren genug. Aber jetzt kommen die zwei Anschläge, die nochmal alles durcheinander wirbeln können. Das Stehenschießen ist tendenziell hier an diesem Schießstand natürlich noch schwieriger als das Liegenschießen. Mal schauen, was passiert. Oh, weit. Da war nichts Schwarzes im Zielbild. Glück gehabt. Große Streuung. Ja. Also zwei Strafrunden für Kaisa Meckerinen. So, das wird sie hier noch registriert haben. Synnøve Solemdal. Die junge Frau aus Lillehammer. Aber auch sie ganz alleine hier am Schießstand. Das waren 50 Sekunden, die Kaisa Meckerinen Vorsprung hatte. Das sind fast zwei Strafrunden. Ja. Er schießt schnell. Also Respekt. Super Leistung von Synnøve Solemdal. Unglaublich schnell geschossen. Da hat sie noch ein paar Sekündchen sich zusätzlich reingeholt. Tora Berger. Und hier haben wir Miriam Gössner. Wieder mit Strafrunde. Das ist eine drei Treffer. Gut, das ist gut gegangen. Viel Bewegung im ganzen Mädel. Ja. Und am Ende geht es dann einmal schief. Und wir sind hier zurück vorne an der Spitze. Synnøve Solemdal und direkt dahinter Kaisa Meckerinen, die Lücke, die kleine, wieder zugelaufen ist. 7,3 Sekunden. War der Rückstand, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und jetzt ist sie wieder dran. Auf der vorletzten Runde. Insgesamt 10 Kilometer zu absolvieren, haben wir da ja Domracheva. Und mit der 10 dahinter Marie-Dorin Aber. Hat sich wieder zurückgekämpft. Da ja Domracheva war ins Mittelfeld abgerutscht, jetzt ist sie wieder da. Und da ist noch alles drin für sie. Das ist weniger als eine Strafrunde. Einschießen kommt noch.
Vita Simmerenko. Und hier haben wir Tora Berger. 3 Siege in der vergangenen Woche. Auch gestern hier im Sprint wieder auf dem Podium, also bei jedem Rennen in dieser Saison. Und heute muss sie drum kämpfen. 46,7 Sekunden ihr Rückstand, siebter Platz im Moment. Und Kaisa Mäkäräinen macht das richtig. Sie versucht jetzt nicht Solemdahl unter Druck zu setzen, denn sie weiß, Solemdahl ist eine gute Schützin. Und Kaisa Mäkäräinen darf auf keinen Fall unter zu großer Belastung am Schießstand stehen. Ich würde jetzt auch warten und versuchen, dass ich eben mit möglichst wenig Belastung schießen kann. Dass ich also nicht übersäuert bin, dass ich genügend Konzentrationsfähigkeit habe, hier sauber zu arbeiten. Sonst hat sie keine Chance. Solemdahl ist eine gute Schütze. Ja, mir ist nicht so hinein. Ja, ja. Mir ist super. Ja, Riesenkompliment an die junge Norwegerin gegen die starke Kaisa Mäkäräinen. Sich so hinzustellen, die hier richtig Probleme hat, muss zweimal in die Strafrunde. Jetzt kann sie noch vom Podest fallen. Daya Domracheva, Marie-Dorin Aberg und Synnøve Solemdahl. Die ist jetzt nach vorne weggeeilt. So, eine Strafrunde konnte sie quasi aufholen, in Anführungszeichen. Daya Domracheva, die Chance nochmal für mir. Nein, geht schief. Gleich die erste geht noch daneben. Dora Berger mit 5 Treffern. Ja, gut, Miri, bravo. Und es bleibt bei dem einen Fehler auch hier. Also konstant geschossen, ja, mit einem Fehler. Kaisa Mäkäräinen, Tora Berger, schauen Sie, mit allem schiebt sie sich hier wie in der Formel 1 da innen durch. Noch ebenso vor Daya Domracheva. Und Teja Gregorin, der Startnummer 7, die Slowenin, auch stark wieder in diesem Rennen. Gestern eben siebte im Sprint. Und jetzt wieder mischt sie vorne mit. Ah, Tora Berger, schauen Sie, die hält dagegen. Oh, beide laufen hier sehr engagiert. Da kommt selbst die Supergleiterin Domracheva nicht mit. Tut sich sehr schwer. Jetzt kann sie sich vielleicht wieder hinkämpfen. Mäkäräinen gibt Gas. Also spannender Kampf um die Podestplätze zwischen diesen Vieren. Wer schafft es, ganz oben noch mit hinzukommen zur jungen Norwegerin? Kaisa Mäkäräinen, du hast es gesagt, gestern beste Laufzeit. Vergangenen Jahr hat sie die Laufzeiten bestimmt. Und wenn es dann eben auch am Schießstand halbwegs funktioniert, so wie heute, dann ist sie vorne mit dabei. Ganz am Ende hat sie den Sieg sicher ein wenig hergegeben, aber ganz stark eben der Auftritt von Solemdahl. Berger, jetzt hat sie wieder alte Stärke, die letzte Runde, da kann sie beißen. Das wissen wir aus den letzten Jahren, da war sie immer stark. Geht sie wieder in die innere Spur. Ja, beide rutschen darum. Nicht ungefährlich, die Situation. Ja. Das kann auch mal schnell schief gehen, zugunsten der beiden, die hinten dran kommen. Und jetzt ist Tora Berger vorne. Und das ist schwierig, das ist eine Situation, die kann an ihre Leistungsgrenzen und darüber hinausgehen. Die kann richtig beißen, die kann sich richtig wehtun. Kaisa Mäkäräinen bleibt dran. Und auch Daria Domracheva kämpft hier verbissen. Teja Gregorin sieht die Chance auf einen Podestplatz. Miriam Gössner holt auf, Platz um Platz. Sie ist als 8. rausgegangen, kann hier vielleicht die Französin noch überholen und auf Rang 6 einkommen. Oh, Berger, schau hin. Ja. Hätte ich nicht gedacht, so mitten im Rennen sah das gar nicht so aus. Aber jetzt eben mit dieser Chance. Und wenn sie die sieht, dann geht's noch mal los bei Tora Berger. Aber war's das schon? Oder kann die Finnin noch mal kontern? Hier die Slowenin vorbei an Daya Domracheva. Und hier haben wir Synnøve Solemdahl auf ihren letzten Metern. Also noch einmal Gratulation für ihren ersten Weltcupsieg. Und mit einem strahlenden Lächeln kommt sie hier ein.
als überlegene Siegerin mit einer tollen Vorstellung am Schießstand, vor allen Dingen in den beiden stehenden Anschlägen. Schnell geschossen, sicher geschossen. Der Lohn ist der Sieg in diesem Rennen. Und jetzt geht es hier um die Plätze. Ja, ja, es sind immer noch die paar Meter. Ist sogar ein bisschen größer geworden, die Lücke. Das lässt sie sich nicht mehr nehmen. Doppelsieg für Norwegen. Solemdahl vor Berger. Kaiser Mäkereinen sichert sich hier den dritten Platz. Und wieder ist sie auf dem Podest. Auch im fünften Rennen der Saison. Tora Berger, die Überfliegerin zu Beginn dieser neuen Saison. Daya Domracheva und Thea Gregorin schnappt sich den vierten Platz, noch vor der Weißrussin. Alle sind sie hier völlig ausgepumpt, haben sich eine tolle letzte Runde geliefert. Und jetzt kommt hier auch Miriam Gössner als Neunte ins Rennen gegangen. Also ich sag mal, ein ordentliches Schießergebnis bei allem, was wir bisher gesehen haben. Läuferisch war sie ohnehin vorne mit dabei. Und am Ende ist es ein sehr, sehr guter sechster Platz für Miriam Gössner. Also die hat die Tuchführung nach vorne. Da können wir noch einiges erwarten. Also, da haben wir es nochmal auf dem Tableau. Doppelsieg für Norwegen. Solemdahl mit dem ersten Weltcupsieg. Tora Berger bleibt in Gelb, ganz klar. Kaiser Mäkereinen auf 3. Beste Deutsche Miriam Gössner, die sich um 3 Plätze verbessern konnte.